In letzter Zeit ist mir immer deutlicher geworden, dass es von vornherein nicht klug ist, Debatten über sowas wie die Verwendung bestimmter Worte in den Kategorien von Freiheit und Verbot zu führen. Denn da sind ja die Sympathien erstmal viel zu eindeutig verteilt. Also klar, Freiheit ist gut, Verbote sind schlecht. Und entsprechend wird man so im ersten Affekt immer dazu neigen, sich dagegen auszusprechen, bestimmte Worte nicht mehr zu verwenden, außer natürlich, man ist jetzt direkt betroffen von deren diskriminierender oder verletzender Bedeutung. Selbst dann muss man sich aber noch dafür verteidigen, dass man überhaupt einen Einwand gegen die weitere Verwendung eines solchen Wortes hat, also die Freiheit anderer einschränken will. Das ist, finde ich, aus vielen Gründen nicht okay und stellt ja letztlich nur eine Fortsetzung der Diskriminierung dar. Bringt aber vor allem auch kaum einmal Nicht-Betroffene dazu, jetzt hier umzudenken. Bringt sie also nicht dazu, jetzt hier sich aktiv auch mal vielleicht um ihre eigenen blinden Flecke zu kümmern. Und deshalb glaube ich, sollte gerade bei Formaten wie Talkshows in öffentlich-rechtlichen Sendern ein solches Thema von vornherein in anderen Kategorien verhandelt werden. Also man sollte dann die Frage von vornherein anders stellen. Zum Beispiel könnte die Frage so lauten, wie viel Rücksichtslosigkeit kann sich eine Gesellschaft eigentlich leisten? Oder man könnte fragen, wie viel Spaß haben wir eigentlich, wenn wir andere beleidigen? Oder man könnte auch fragen, warum wollen wir nicht, dass alle Menschen den öffentlichen Raum betreten können, ohne Angst vor Abwertung haben zu müssen? Und ich denke, eben solche Fragen würden sofort den Fokus verschieben und vermutlich dann auch bald zu anderen Einstellungen führen. Denn es ist nun mal sehr viel anstrengender zu erklären, warum man Diskriminierung eigentlich ganz okay findet, als zu erklären, warum man für Freiheit ist. Deshalb also mein Wunsch, endlich die Fragen klüger stellen.